Unter freiem Himmel, unterwegs mit Wassily Kandinsky und Gabriele Münter, ist eine Ausstellung, die in Kooperation mit der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung entstanden ist. Sie zeigt uns die Werke der beiden Künstler von 1902 bis 1908. Und alle diese Werke sind unter freiem Himmel entstanden. Alles, was die beiden dazu brauchten, um diese Kunstwerke zu schaffen, haben sie auf ihrem Rücken in Rucksäcken getragen. Teilweise sind sie mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, teilweise zu Fuß. Aber immer unter freiem Himmel, direkt vor dem Motiv. Und so gibt es auch unterschiedliche Geschichten, die sich in dieser Ausstellung finden. Es ist eine Geschichte des Reisens, kurz nach 1900. Es ist eine Geschichte von gelungener und gescheiterter Emanzipation. Es ist eine Geschichte einer künstlerischen Beziehung. Und es ist eine Geschichte des frühen 20. Jahrhunderts und der politischen Situation, die es in der Zeit gab. Und das wohl schönste Moment dieser Ausstellung ist, dass es eine Ausstellung über Fotografie und Malerei ist. Und dass diese beiden Medien hier im schönsten Bezug zueinander gesetzt werden. Wenn man durch diese Ausstellung geht, dann wird man feststellen, dass es das erste Mal ist, dass wir alle Skizzenbücher von Wassily Kandinsky und Gabriele Münter aus dieser Zeit zeigen. Wir zeigen umfänglich die Fotografie von Gabriele Münter und alle Ölstudien, die wir in unserer Sammlung besitzen. Und das hat natürlich eine Menge Arbeit gemacht und hat viele Leute sehr beschäftigt. Deshalb danke ich ganz herzlich meinen engsten Kolleginnen und Kollegen, dem besten Museumsteam der Welt, das Team des Lembach-Hauses. Ein ganz herzlicher Dank geht aber auch an die Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung. Und in dieser Ausstellung wird sichtbar, wie die Sammlungen der Stiftung und die Sammlungen des Lembach-Hauses in wunderbarer Weise zusammengehen. Deshalb auch ein herzlicher Dank an alle Mitarbeiterinnen der Gabriele Münter und Johannes Eichner Stiftung. Mit dieser Ausstellung feiern wir einen wunderbaren Moment in der Geschichte unseres Museums. Wir haben eine Neuerwerbung tätigen können, und zwar konnten wir einen Wassily Kandinsky kaufen aus der Zeit in Rapallo. Es zeigt eine wolkenverhangene Meereslandschaft mit einem weißen Dampfer und einem schwarzen U-Boot. Und natürlich können wir uns einen Kandinsky gar nicht leisten. Das hat unser Förderverein für uns übernommen. Und diesem Förderverein, dem Förderverein Lembach-Haus e.V., danke ich ganz herzlich für diese Unterstützung. Genauso hält es sich mit der Publikation für diese Ausstellung, die auch vom Förderverein finanziert worden ist. Und so zeigt sich, dass ein Museum nur dann erfolgreich sein kann, wenn es gute Freunde hat. Herzlichen Dank.